Ich habe lange überlegt, was ich euch erzählen soll. Von meinen musikalischen Anfängen mit 15 in der Schülerband, meiner Zeit mit Culture Pearls. Wir sind 12 Jahre durch Deutschland getourt und haben 5 Alben veröffentlicht. Oder wie es ist vor Konzerten, mit Herzrasen und Lampenfieber, pure Aufregung. I feel like something hurts, just go right. Es gibt viele Geschichten. Ich glaube, es sind die persönlichen, die geteilt werden wollen. Und meine Musik ist sehr persönlich. Es ist schön zu spüren, wenn andere auch davon berührt werden. Denn ich rede nicht gern über meine Gefühle. Ich finde oft die Worte nicht. Deshalb schreibe ich Texte und Melodien und singe sie. Dabei kommen Gefühle und Erinnerungen hoch, die sich versteckt haben und darauf warten, gefunden zu werden. Die Hoffnung, das Leben so zu schaffen, wie ich es möchte. Die Liebe zu halten. Das Dunkle zu überwinden. Trotz seines Tiefs aufzustehen und weiterzulaufen. Auch ohne zu wissen, wo der Weg mich hinführt. Seit einiger Zeit arbeite ich an neuen Songs und bin bald soweit, für mein zweites Soloalbum ins Studio zu gehen. Und dieses Album möchte ich nach einer ganz besonderen Person in meinem Leben benennen. Meiner Oma. Ein Teil meiner Kindheit habe ich bei ihr in Houston, Texas gelebt. Erst als sie gestorben ist, habe ich erfahren, wie sie mit vollem Vornamen hieß. Precious Ruby. Ich war überrascht. Precious kannte ich, aber Ruby nicht. Und zusammen fand ich das so schön. Das ist genau das Gefühl, was ich für meine Liebsten und für meine Musik habe. So, jetzt wird's ernst. Crowdfunding schwirrt mir schon seit langem im Kopf herum. Und nach dem Motto, trau dich und tu es, tue ich es jetzt. Mit euch möchte ich mein Album verwirklichen. Ihr könnt ein Album vorbestellen. Und ich habe, wie ich finde, mir auch noch ein paar andere schöne Sachen überlegt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis bald.